Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebes Publikum. Wir freuen uns riesig über die zahlreiche Teilnahme heute. Denn mehr als 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich zumindest angemeldet, um mit uns heute über die neue Destinationsverantwortung zu sprechen. Ja, und was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Aber ich starte erst einmal wie gewohnt mit einem ganz kleinen Werbeblock. Denn wie Sie wahrscheinlich wissen, ist dieses Webinar heute Teil unserer Reihe DWF Impulse, in der wir in regelmäßigen Abständen unser Wissen teilen möchten, mit Ihnen gemeinsam über den Tellerrand blicken und dabei vielleicht auch das ein oder andere Mal den Tourismus neu denken möchten. Der nächste Impuls findet am 12. Oktober statt. Dann gehen wir auf Spurensuche. Uns interessiert dabei das sich verändernde Gästeverhalten, das wir mit unseren Marktforschungsdaten zu Tagesreisenden und Übernachtungsgästen ergründen möchten. Und dann im November, Sie sehen es, wird es wieder spannend. Und dann diskutieren unsere DWF-Nachhaltigkeitsexpertinnen mit ganz vielen spannenden Gästen, wie wir es schaffen, den positiven Beitrag des Tourismus zur Nachhaltigkeit noch besser ins Rampenlicht, zu holen und warum sich das so sehr lohnen würde. Hochaktuelle Themen, also die da ins Haus stehen. Bei Interesse schauen Sie gerne auf unsere Webseite. Dort können Sie sich auch jetzt schon anmelden. Und für alle, die unseren Impulsen nicht live, sondern lieber asynchron lauschen, wann immer Sie möchten, Sie können alle Folgen unserer Online-Reihe auch ganz entspannt nachhören und nachsehen. Schauen Sie dazu gern einfach auf unseren YouTube-Kanal. Nun aber rein in unseren heutigen Impuls, dessen Moderation gerne ich mit meiner Kollegin Hanna Zehren gemeinsam übernehme. Wir sind beide Teil des DWF-Destinationsmanagement-Teams, das ich seit diesem Jahr leiten darf. Und Hanna, du bist im Februar zu uns gestoßen und warst vorher 2 Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholischen Universität in Eichstätt. Und hier hast du dich schon ganz intensiv auch mit dem Thema Destinations- und Lebensraummanagement beschäftigt und kannst ganz toll deswegen unsere Beratungsperspektive auch ergänzen und kombinieren mit deiner Forschungsperspektive zu diesem Thema. Und das Thema Lebensraummanagement ist ja ganz top aktuell derzeit in beiden Welten. Einerseits in der Beratung, andererseits in der Forschung und überall auch ganz heiß und viel diskutiert. Wir fragen uns allerdings schon länger, wie man das denn nun alles in der Praxis umsetzen soll, wie man mit diesem neuen Anspruch umgehen soll. Denn eins ist unbestritten, dass der Anspruch an die Tourismusorganisation steigt und steigt und das ja nicht erst seit gestern. Längst sind sie keine reinen Informationsbüros für Gäste mehr oder alleinige Vermarktungsagenturen. Auch darüber, dass es mehr Management als Marketing braucht, bessere Produkte, eine höhere Qualität, darüber redet die Branche ja schon seit langem. Neu ist jedoch die Veränderung und die Dynamik und der Veränderungsdruck, die durch die beiden Transformationstreiberinnen Digitalisierung und Nachhaltigkeit noch dazugekommen ist und noch ein Stück weit noch stärker ausgelöst wurde. Immer mehr rückt dabei auch das Gemeinwohl in den Fokus, also diese ausbalanciertere Nutzenverteilung aus dem Tourismus auf alle Stakeholder in der Destination. Und damit sind wir auch beim Thema. Damit steigt natürlich auch genau der Anspruch, ein ganzheitliches Lebensraummanagement zu betreiben. Mal abgesehen davon, dass die Vokabel äußerst umstritten und vorbelastet ist. Wir und sicherlich auch viele von Ihnen, viele Touristiker und Touristikerinnen in Deutschland fragen sich, wie soll das denn gehen? Zumal ja mit der zunehmenden Aufgabenkomplexität, die Sie ja sehr schön hier vor sich auf dem Chart sehen, die Ressourcen in den DMOs ja in den wenigsten Fällen proportional mitgewachsen sind. Wir haben also versucht, die Debatte um den Lebensraum ein Stück weit einzuordnen und haben uns da auch mit dem internationalen Diskurs beschäftigt und hier einen Blick in die Forschung geworfen. Herausgekommen ist der Begriff der Destinationsverantwortung als ein neues, vielleicht etwas realistischeres Narrativ für die DMO der Zukunft. Der Begriff lehnt sich an das englische Destination Stewardship, das auch von weltweiten Organisationen wie der UNWTO oder dem WTTC verwendet wird in diesem Kontext und der aus unserer Sicht deutlich passender und auch lösungsorientierter ist. Und hier als Übersetzung Destinationsverantwortung mal als Vorschlag von uns in diesem Kontext.
Warum ist es denn nun so wichtig, nicht mehr von Lebensraummanagement zu sprechen? Das möchten wir anhand von 8 Sätzen verdeutlichen, unsere DWF-Haltung zu diesem Thema. Und die können Sie auch gerne nachlesen auf unserer Homepage mit vielen anderen spannenden Details und Artikeln zu diesem Thema. Aber nun starten wir vielleicht einfach mal rein. Und ich gebe ab an dich, Hanna. Wunderbar. Dann an dieser Stelle auch nochmal Hallo von mir. Danke, Maike, für die Einleitung. Ich nehme Sie und euch jetzt mit in die erste Hälfte unserer 8 Sätze. Und den ersten können Sie auf der Folie sehen. Wir sind der Meinung, dass das System Tourismus eine erweiterte, neue Perspektive braucht. Denn der Tourismus leistet ja jetzt schon vielfältige positive Effekte für die Standortattraktivität, für die Infrastruktur und die Lebensqualität vor Ort. Und er ist in vielen Regionen ein essentieller Bestandteil des Lebensraums und vor allem auch in ländlichen Regionen oft ein Motor der regionalen Entwicklung. Und deswegen können wir auch sagen, dass der Tourismus eigentlich das Allgemeinwohl fördert, das aber nur so lange es eine ausgeglichene Balance zwischen allen betroffenen Stakeholdern gibt. Dazu gehören Einheimische genauso wie die Tourismusindustrie. Und das muss die DMO eben im eigenen Handeln stärker berücksichtigen und mit geeigneten Kennzahlen zum Ausdruck bringen. Wenn das dann geschieht, dann erzeugt Tourismus eben auch Resonanz, weil er Verbindungen zwischen Lebens- und Erlebnisqualität und BesucherInnen und Einheimischen schafft. Und darin liegt natürlich auch ein Riesenpotenzial für die Produkt- und Standortentwicklung, die DMOs stärker aufgreifen können und aktiv Begegnungsräume vor Ort schaffen können. Und dann im nächsten Schritt schafft der Tourismus natürlich auch Great Places to Work. Denn das touristische Angebot und die DMOs schaffen attraktive Orte für Mitarbeitende in allen Branchen und dann eben auch ein attraktives Umfeld für alle Branchen, weswegen der Tourismus eben einen starken Beitrag leisten kann für Arbeitgebermarken auf Betriebs- und Destinationsebene. Und damit gebe ich wieder an dich ab, Maike. Ja, die 4 nächsten Sätze. Das ist ja alles schön und gut und zeigt auch sehr deutlich, was der Tourismus alles zu leisten imstande ist. Doch eines darf man dabei nicht vergessen. Der Anspruch an eine ganzheitliche, umfassende Lebensraumgestaltung übersteigt in aller Regel die Ressourcen, die Kompetenzen und die Legitimation von DMOs. Daher können Tourismusverantwortliche schlichtweg gar nicht alles alleine machen. Vielmehr muss die DMO an all den Tischen sitzen, an denen wichtige Entscheidungen, an denen wichtige Planungen und Projekte erarbeitet und entschieden werden. So kann sie genau dort, wo es für sie relevant ist, Akzente setzen und Impulse geben. Ganz wichtig dabei ist allerdings, die Kernkompetenz der DMO besteht natürlich weiterhin in der Gestaltung und Mitgestaltung attraktiver Freizeit- und Erholungsräume. Und damit natürlich einem ganz wesentlich essentiellen Bereich des Lebensraums, deswegen auch die erweiterte Perspektive, Hanna, mit all den vielen Schnittstellen zu anderen Themen. Ja. Und um mitgestalten zu können, müssen DMOs, weil sie ja eben nicht alles alleine machen können, mit PartnerInnen aus den verschiedenen Bereichen ganz aktiv und eng zusammenarbeiten. Sie müssen also in Netzwerken agieren und funktionieren. Wichtig sind dabei neue Kooperationsstrukturen, die ebenso solide wie agil funktionieren und in denen man gemeinsam Projekte für eine lebenswerte Zukunft entwickelt und umsetzen kann. Ja, und last but not least, und vielleicht, weil Sie sich diese Frage auch schon gestellt haben, aus unserer Sicht bleiben Tourismuskonzepte auch weiterhin eine ganz wichtige und wesentliche Grundlage für die Arbeit der DMOs. Neu ist aber, dass sie sich natürlich künftig aufgrund dieser Vielzahl an neuen Themen auch mit Aspekten der Lebensraumentwicklung beschäftigen müssen. Und das bedeutet auch, sie müssen viel breiter beteiligen als bisher und sie müssen die Schnittstellen zu den anderen relevanten Bereichen klar benennen und definieren. Und nun fragen Sie sich vielleicht, wo genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen Lebensraummanagement und Destinationsverantwortung? Während der Lebensraumansatz davon ausgeht, die DMO müsse in allen Bereichen des Lebensraums eine führende Rolle, eine führende Managementrolle übernehmen, ist die Idee der Destination Stewardship oder eben der neuen Destinationsverantwortung weniger überfordernd.
Denn sie geht davon aus, dass zwar viele Themen des Lebensraums für die Destinationsentwicklung relevant und wichtig sind, die DMO aber eben sich nicht alles selbst auf den Tisch zieht, sondern an den relevanten Tischen sitzt und Gehör findet. Das ist ein kleiner, aber ein sehr feiner Unterschied, vor allem wenn es um die praktische Umsetzung geht. Denn dann werden in erster Linie vier Fokusthemen wichtig, also sozusagen die vier Kappen, die vier Hüte, die Sie sich aufsetzen sollten, und um die es auch gleich in der Diskussion noch gehen soll. Nämlich zum einen ein systematisches, fundiertes Netzwerkmanagement, wie es derzeit nur die allerwenigsten Destinationen in Deutschland wirklich machen und wie es dort gelebt wird. Hier müssen also die Tische, an denen Sie sitzen sollten, ganz häufig zunächst erstmal definiert und ausfindig gemacht werden. Zudem erfordert eine stärkere Balance aller Stakeholder natürlich auch eine ganz neue Partizipation, eine ehrlich gemeinte, echte Partizipation. Und auch die findet bislang, seien wir mal ganz ehrlich, jenseits von Workshops und Akzeptanzbefragungen in ganz, ganz wenigen Destinationen wirklich statt. Starke Marken können hier eine ganz wertvolle Basis sein und stellen daher weiterhin einen wichtigen Baustein der neuen Destinationsverantwortung dar. Auch darum soll es nachher noch gehen. Und natürlich geht es wie immer um die Strukturen und die Menschen, denn Destinationsverantwortung erfordert ein gänzlich neues Selbstverständnis von DMOs. Sie werden zu holistisch denkenden Netzwerkorganisationen, wenn man das wirklich ernst nimmt. Doch das ist aus unserer Sicht natürlich alles leicht gesagt. Und deswegen belassen wir es an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal bei unserem theoretischen Input und steigen ein in die Diskussion mit unseren Gästen. Ich freue mich riesig darauf. Hanna, wer ist denn heute mit dabei? Dann muss ich mich erstmal unmuten. Genau, wir haben vier Gäste zu unserem heutigen Impuls eingeladen, mit denen wir jetzt einmal sprechen wollen. Alle unsere Gäste haben heute schon in irgendeiner Form Verantwortung für ihre Destination übernommen und zeigen uns das anhand einiger Erfahrungen und Beispiele. Und hier sind sie auch schon. Wir fangen an ganz im Norden. Herzlich willkommen, Moritz Luft. Er ist Geschäftsführer der Sylt Marketing GmbH. Die SMG pflegt seit Jahren, ja, wie wir alle wissen, die Marke Sylt, um Bedürfnisse der Gäste optimal abzudecken. Neu ist jetzt aber die Arbeitgebermarke unter dem Hashtag Inselleben. Die SMG möchte aktiv dazu beitragen, dem Fachkräftemangel auf der Insel entgegenzuwirken. Und von diesen und anderen Erfahrungen wird Moritz Luft uns heute in unserer kleinen Fragerunde noch berichten. Schön, dass Sie dabei sind. Dann gehen wir weiter in den Spessart. Herzlich willkommen an Christel Wittmann. Sie ist Projektmanagerin bei der Spessart Tourismus und Marketing GmbH. Dort leitet sie das Forschungsvorhaben Nachhaltiges Tourismuskonzept für Hanau und den westlichen Teil des Main-Kinzig-Kreis, kurz Natur-Huki, dessen Ziel die nachhaltige Gestaltung des Tagestourismus im Kinzigtal ist. Und Christel Wittmann wird uns unter anderem von der trans- und interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb des Projekts erzählen. Hallo auch an Sie. An die Gäste, Sie dürfen auch gerne die Kameras anmachen, dann können die Gäste Sie schon sehen. Und dann geht's weiter nach Oberbayern. Herzlich willkommen an Oswald Pehel. Er ist Geschäftsführer des Tourismus Oberbayern München e.V., kurz TOM. Und den TOM als Dachverband und dessen Destinationen treibt das Lebensraummanagement-Thema ebenfalls schon länger um. Von den Chancen und Herausforderungen, vor denen wir in Oberbayern stehen, denn ich sitze auch gerade in Oberbayern, wird uns Herr Pehel dann gleich auch erzählen. Hallo auch an Sie. Und last but not least, herzlich willkommen an Christian Haselsberger. Er leitet die Abteilung Lebensraum beim Tourismusverband Wilder Kaiser. Und am Wilden Kaiser ist das Lebensraummanagement so eben bereits fest in der Organisationsstruktur verankert. Und wie das in der Praxis aussieht, das wollen wir jetzt aus erster Hand erfahren. Wenn während der Diskussion mit unseren Gästen Fragen aufkommen, können Sie die gerne bei uns in den Chat schicken. Wir halten da natürlich ein Auge drauf. Und dann stoppe ich jetzt mal unsere Freigabe. Sie können jetzt alle unsere Gäste dann auch sehen. Und dann legen wir auch gleich los mit unseren ersten Fragen. Maike hat uns ja gerade schon gesagt, wir haben das
das Thema Destinationsverantwortung anhand von vier Hüten aufgeteilt, die sich eben die DMO aufsetzen muss. Und der erste Hut, den wir jetzt quasi mal besprechen wollen, das ist, sind eben die neuen Organisationsstrukturen oder veränderten Organisationsstrukturen, die sich ergeben haben mit der wachsenden Aufgabenkomplexität im Tourismus. Und meine erste Frage zum Thema Organisations- und Destinationsverantwortung geht an Oswald Pehel. Wir diskutieren ja schon länger und Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Lebensraummanagement und was das für Sie und Ihre Destination in Oberbayern heißt. Wie nehmen Sie denn als Dachverband die Diskussionen und deren Auswirkungen auf die Tourismusorganisationen in Oberbayern wahr? Ja, erst nochmal guten Tag in die Runde. Ich freue mich, heute mit dabei zu sein und hier auch einen Beitrag zu leisten. Ja, in Oberbayern wird das Thema Lebensraummanagement sehr stark diskutiert. Wir hatten ja einen eklatanten Wandel von Tourismusmarketing zum Tourismusmanagement. Da war auch Corona, aber auch viele andere Rahmenbedingungen ein starker Treiber. Und es haben sich plötzlich ganz neue Querschnittsbereiche ergeben von Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Besucherlenkung, gerade im Bereich Alpenrand. Und so denke ich schon, dass wir dieses Thema Lebensraummanagement unheimlich ernst nehmen müssen. Aus meiner Sicht ist es völlig legitim, dass wir das nur noch interdisziplinär mit vielen Disziplinen managen und lösen können. Und es ist auch richtig so, dass wir aus diesen Schubläden heraustreten, also das nicht nur touristisch denken, sondern auch im Verbund mit Wirtschaftsförderung, mit Verkehr, mit Nachhaltigkeitsakteuren. Allerdings, was ich halt sehe, es entstehen lauter neue Standortmanagement-Organisationen. Manchmal ist es halt so, dass man das versucht, jetzt den Tourismus da in die Wirtschaftsförderung zu integrieren. Ganz, ganz oft haben wir auch positive Beispiele, wo man wirklich Zusammenschlüsse auf Augenhöhe hat, wo wirklich das Thema Standortmanagement und das Thema Tourismusmanagement wirklich gleichberechtigt auf den Plan treten. Das sehe ich zum Beispiel jetzt auch bei Regionalentwicklung Oberland, wo man wirklich versucht, das Thema Ausbildung, Standortentwicklung, regionale Wertschöpfung, Freizeit und Erholung wirklich integrativ zu sehen und da gemeinsame Lösungen einfach auf die Beine zu stellen. Und das halte ich für ganz wichtig, dass eben der Tourismus da nicht so in die Junior-Management-Rolle rutscht, sondern ich denke, der Tourismus hat da unheimlich viel beizutragen. Sie haben schon angesprochen, das Thema Gestaltung aktiver oder attraktiver Lebensräume. Gerade dieses Thema auch Arbeitskräftemangel bewegt ja auch die nicht-touristische Wirtschaft ganz enorm. Und wir brauchen eben authentische, attraktive Lebens- und Freizeiträume. Und ich glaube schon, dass wir das sehr gut gestalten können in den Netzwerken, die wir haben und in dieser Netzwerkkompetenz, die wir halt aufweisen können. Sehr gut. Vielen Dank. Es ist sicherlich ganz wichtig, dass wir Netzwerke denken und gemeinsam agieren in diesem Thema. Christian Haselsberger, wir haben Sie unter anderem deswegen eingeladen, weil wir es sehr spannend finden, dass der Tourismusverband Wilder-Kaiser bereits eine Lebensraumabteilung in die Organisationsstruktur integriert hat. Und Sie leiten ja, wie gesagt, diese Abteilung. Meine Frage an Sie oder meine Fragen an Sie, wie kam es dazu, dass diese Abteilung ins Leben gerufen wurde? Welche konkreten Projekte liegen auf Ihrem Schreibtisch? Und was können Sie anderen DMOs als Erfahrungswert und mit auf den Weg geben zu diesem Thema? Ja, guten Morgen aus Tirol. Jetzt ist ein Krönchen auf, ja, das sieht man schon. Das Krönchen ist eigentlich, gehört nicht mir, ich bin nicht der Wilde Kaiser. Der Wilde Kaiser ist der dahinter und das ist der Hauptdarsteller eigentlich bei uns in der Region, was Tourismus betrifft. Da waren jetzt drei Fragen in einem, aber ich versuche es vielleicht mal so zu skizzieren. Eben weil es genau darum geht, um den Wilden Kaiser und um die Natur. Deshalb ist es uns ein Anliegen. Gell? Und das, glaube ich, haben wir ja, das teilen wir uns ja alle. Es geht um das Erleben, also Erleben und das Leben im Naturraum. Und gerade bei uns ist das der Naturraum Wilder Kaiser. Und wir haben durch sehr gut funktionierenden Tourismus gemerkt, wir müssen auch wieder mehr darauf schauen,
wie gehen wir mit Natur um, wie gehen wir mit Ressourcen um und wie schonen wir diesen Naturraum, damit er auch weiterhin Lebensraum für uns alle bleibt. Und da brenne ich dafür, weil ich lebe da und ich bin einer dieser 10.000 Einwohner, die in dieser wunderschönen Region leben dürfen. Und da liegt es mir natürlich nahe, dass ich mich sehr stark dafür einsetze und wir haben da gute Strukturen schaffen können, dass wir sagen, im Tourismusverband wollen wir nicht zuletzt auch, das ist dann im Laufe des Prozesses dazugekommen, auch weil es eine gesetzliche Grundlage auch im Tourismusgesetz in Tirol wurde. Aber generell, wir wollen mehr Fokus darauf lenken. Und das ist vielleicht eines der Stichworte, warum tun wir das? Weil wir Fokus darauf lenken wollen und wirklich etwas bewegen wollen. Eine Stabstelle für Nachhaltigkeit, die eigentlich den ganzen Tag am Counter steht und Gäste berät, wird nicht funktionieren. Die wird nicht diese Strahlkraft für die Destination haben. Und deshalb war es uns wichtig, mit dieser Abteilung Netzwerke zu verbinden, also eine koordinierende Rolle für Nachhaltigkeitsthemen zu schaffen und dort diese Themen ansiedeln, die wirklich den Naturraum und nicht das touristische Produkt betreffen. Also wir sind sehr weit weg sozusagen mal von eigentlicher touristischer Kerntätigkeit. Und da sind Beispiele für Aufgaben, Projekte, die wir initiieren, die sind sogenannte nachhaltige Aktivprogramme. Also wir versuchen Gäste den Lebensraum erleben zu lassen. Ob jetzt das die Bauernhöfe bei uns sind, die ja bei uns alle sehr klein strukturiert sind, also bei uns sind ja das ganz kleine familiäre Betriebe, die Almen auch mal selbst bewirtschaften zu können, ja, also als Beispiel. Oder auch mehr Fokus auf das Wasser, das regionale Wasser lenken, und dort verschiedene Projekte zu initiieren, das sind so unsere Bereiche, Green Events zum Beispiel zu schaffen, also Dinge, die wir tun, besser zu tun und die mit mehr Verantwortung und dann auch eigentlich Leidenschaft zu tun. Sehr gut, vielen Dank. Maike, dann gebe ich an dich ab. Ja. Vielleicht noch mal kurz zum Wilden Kaiser. Das heißt natürlich, Sie haben doch recht viele Sachen auf Ihrem eigenen Schreibtisch, aber es liegt auch einfach daran, dass Sie das schon sehr stark für sich so ein bisschen als Lücke auch erkannt haben, was im Wilden Kaiser in anderen Strukturen noch nicht so richtig gut funktioniert, aber ganz wichtig für Sie als Tourismusregion ist. Das fand ich eigentlich spannend, auch aus unserem Vorgespräch als Aha-Erkenntnis. Ja, ich springe zum nächsten Hut, den ich dann auch gleich noch mal nach Sylt hochwerfe. Die Rolle von starken Destinationsmarken, die habe ich ja schon erwähnt. Und das ist natürlich im Sinne der breiteren Destinationsverantwortung ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, denn Marken sind ja eine Basis für Identität und Identifikation im Innen. Nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. Und können daher auch, Herr Pehl, das haben Sie auch erwähnt, auch für andere Bereiche des Lebensraums relevant werden, nicht nur für den Tourismus. Ja, und wen fragt man am besten zum Thema Marke, wenn nicht Sylt? Die touristische Marke schlechthin in Deutschland, würde ich mal so sagen. Die nächste Frage geht daher an Sie, Herr Luft. Denn neben der gästeorientierten Marke Sylt, Hanna, du hast das schon erwähnt, sind Sie ja mittlerweile auch für das Employer Branding verantwortlich. Und das ist natürlich super spannend. Wie schätzen Sie denn die Kraft Ihrer ja zunächst einmal touristischen Marke ein, auch für die Destinationsverantwortung? Und wie kam es auch dazu, dass das jetzt auch sozusagen auf andere Bereiche im Innen in der Destinationsverantwortung abstrahlt? Ja, moin von Sylt, aus dem Norden. Es ist klasse, dass wir heute in dieser Gemeinschaft einmal darüber sprechen können, denn der Bestandteil der Marke ist zweifelsfrei für die Tourismusarbeit. Und da schaue ich nochmal auf das Chart bis zur DMO 2.0. Unbestritten natürlich super wertvoll. Für das Thema der Mitarbeitergewinnung und des Haltens sicherlich auch. Insofern, wenn ich da an dieses Great Place to Work denke, für eine ausgeglichene Balance in Richtung Gemeinwohl, das sind die Teile der 8 Anforderungen, sicherlich nicht ganz so einfach. Denn wir sind hier auf der Insel nicht so, dass wir sagen, wir sind hier eine touristische Marke. Wir haben einen Lebensraum und der hat eine ganz andere Sichtweise als die einer Destinationsmanagement-Organisation. Das Wort Destination brauche ich auf der Insel gar nicht zu nennen. Ich bleibe aber einmal beim Thema der Mitarbeitenden. Wir haben dann irgendwann 2018, 2019 festgestellt, die Kraft diese Strahlkraft der Marke für die touristischen Aspekte können wir genauso gut einsetzen, um unseren Betrieben behilflich zu sein, Mitarbeitende zu gewinnen und sie zu halten. Und das klappt sehr gut, ausgehend von unserer Domain Sylt.de, die natürlich durch die kurze Länge natürlich sehr, sehr gut einprägsam ist. Wir können sie gut einsetzen, setzen wir dort einen großen Bereich mit einer Jobdatenbank, helfen sehr stark,
Diese Jobdatenbank hat eine große Relevanz. Wir haben gerade eine Erhebung gemacht. Durchaus einige Betriebe rekrutieren wirklich über diese Jobdatenbank auch Mitarbeitende. Wir setzen so etwas ein, wir nennen es Azubi Crew. Das ist ein Zusammenschluss branchenübergreifend aller Azubis der Insel, die eingeladen werden, Freizeitaktivitäten zu fördern. Also wir übernehmen das Onboarding quasi für Betriebe, das Onboarding auf der Insel Sylt. So, das ist alles sehr erfolgreich. Und da ist die Marke wirklich die grundlegende Basis dafür, auch nach außen zu arbeiten und auch mit den gleichen Werten auch nach außen zu gehen. Wenn ich aber nach innen gehe, dann muss ich sagen, wir sind hier in einem Mikrokosmos. Auf 100 Quadratkilometern treten hier sämtliche gesellschaftlichen, zum Teil auch politischen Entwicklungen hier so auf, die natürlich dann von Medien auch sehr gerne aufgenommen werden. Also in der Corona-Zeit hat sich Sylt jedenfalls von außen einen eigenen Lockdown verpasst. Wir hatten das Thema der Klimakleber in diesem Jahr, wie in vielen anderen Kommunen auch. Aber wir stehen gerne, ich nehme jetzt einfach mal Beispiel, ihr habt die Bildzeitung dort auf der Startseite oder auf der Titelseite. Das ist dann auch immer mal der Fluch dieser Marke. Und das kann auch Einwohner sehr stark belasten und bedeutet dann auch, Moment mal, wie redet man denn von außen über uns und wie leben wir hier? Und das ist natürlich bei all dem jahrzehntelangen Fokus, alles für den Gast. Wir richten ja alles für unsere Gäste aus. Dann auf einmal eine Perspektive, mit der man sich sehr stark auseinandersetzen muss. Und wir sind ja hier nun direkt am Wasser. Und wenn ich rausgucke und dann einen großen Tanker sehe, dann sehe ich das bei uns ähnlich. Wir sind ein riesengroßer Tourismustanker, der den Kurs dringend ändern muss. Und das dauert halt, weil wir nun alles immer gelernt haben, es den Gästen recht zu machen. Und das ist etwas, was dann, da brauche ich keine Marke. Sondern da sind dann die anderen Faktoren viel wichtiger. Das Netzwerk, zu dem wir gleich noch kommen und auch noch vertiefen. Und einfach da Vertrauen zu stiften. Dass es hier nicht um die Destination geht, um die Gäste geht, sondern sehr stark um uns geht. Das müssen wir, glaube ich, mehr lernen als zum Beispiel Herr Piel in Oberbayern, der natürlich viele andere Wirtschaftsbereiche auch noch hat. Und Tourismus spielt da eine von mehreren Rollen. Das ist bei uns sehr, sehr stark fokussiert. Und insofern würde ich sagen, als Resümee, Kraft der Marke, Fluch und Segen zugleich. Ja, da zeigt sich auch nochmal die unterschiedlichen Ansätze, die die Tourismusregionen verfolgen müssen, eben je nachdem, wie hoch die Bedeutung ist, wie stark die Abhängigkeit auch ein Stück weit vom Tourismus ist. Aber Herr Luft, ich bleibe gleich bei Ihnen, Sie können das Mikro anlassen, denn das passt, ne? Der Bild als Spiegelbild der Gesellschaft vielleicht ja auch ein Stück weit, das passt natürlich ganz gut auch zum Thema Partizipation und Co-Creation, unserem dritten, auch wichtigen Thema bei der neuen Destinationsverantwortung. Im Vorgespräch haben Sie uns eigentlich von einem ganz spannenden Mantra berichtet, dass Sie immer wieder Ihren politischen Entscheidungstragenden auch entgegengeben, wenn Sie sozusagen diesen neuen Paradigmenwechsel, der da ins Haus steht, erklären wollen. Ja, Sie umschreiben das gerne mit dem Satz, früher lautete das Credo, geht es den Gästen gut, geht es auch uns gut? Heute muss es eher heißen, geht es uns gut, geht es den Gästen gut? Ist das denn auf Sylt schon allgemein bekannt? Common Knowledge sozusagen, oder müssen Sie da noch viel Überzeugungsarbeit leisten? Und dann schiebe ich gleich noch zwei Fragen hinterher, die Sie vielleicht dann im Blog auch noch mit uns auf den Weg geben können. Wie machen Sie das eigentlich, dass es den Syltern besser geht? Wie schaffen Sie es dabei auch, die Einheimischen bei all diesen ja sehr schwierigen, brenzligen Fragen auch mit ins Boot zu holen? Ja, ich fange damit mal an, dass wir in unserer Organisation, wir sind wie ein Regionalverband auf der Insel. Wir haben 5 Gemeinden, die jeweils ihren eigenen Tourismusservice vorhalten, also gegen den ganzen Gästekontakt auch Veranstaltungen und so weiter umsetzen haben. Und wir sind so ein bisschen wie der Regionalverband oben drüber. Haben das große Glück, dass wir recht autark arbeiten können. Und so konnte ich schon relativ frühzeitig auch personell uns so ausstatten, dass wir das Thema Arbeitgebermarketing sehr stark fokussieren können. Aber auch diesen zweiten Bereich jetzt, das geht es uns gut. Und damit habe ich mein Team erweitern können, ohne Mandat dafür bekommen zu können. Weil ich glaube, das ist mit ein Anspruch an uns DMOs, dass wir einfach vorangehen müssen. Und wir müssen sicherlich auch nicht erstmal warten, bis auch unsere kommunalen Gesellschaften oder Gesellschafter auch überlegen, Mensch, lass uns das mal der DMO mal zusprechen. Ich glaube, dass wir da in Vorleistung gehen müssen. Das haben wir gemacht. Und insofern versuchen wir da sehr stark, diesen Fokus von diesem Destinationsgedanken mal wegzunehmen und uns hier intern zu fokussieren. Das braucht erstmal personelle Unterstützung. Und da bin ich natürlich glücklich, wenn Herr Hasensberger Sie genau diesen Themenbereich im Wilden Kaiser ja auch einsetzen können.
Es geht darum, dass wir schauen, welche Rolle spielen wir Locals hier auf dieser Insel bei all den ganzen Gästen. 20.000 Einwohner, 900.000 Gäste pro Jahr. Wo ist da unser Platz? Und da geht es um Begegnungsräume. Das Wort haben Sie eben schon mal genannt in der Vorbesprechung. Da geht es darum, wie können wir den Raum gemeinsam nutzen? Wie können wir die Freizeit hier gemeinsam gestalten? Wie kriege ich vielleicht auch mal die Ansprache, nicht immer für den Gast hin. Wir haben hier großartige Events. Wie können wir vielleicht auch mal unsere Einheimischen einladen? Fühlen sich überhaupt nicht eingeladen, dabei zu sein? Und wie kriege ich vielleicht ja, diesen Resonanzgedanken, also dieses Miteinander zwischen Einheimischen und Gästen, wie kriege ich das gefördert? Und da haben wir einen großen Fehler gemacht. Wir haben gedacht, Mensch, wir machen ein Tourismuskonzept. Das war 2019, 2020, zu dem Thema Resonanztourismus. Und wir waren ganz konsterniert, dass Gäste, glaube ich, mitgemacht hätten, aber die Einwohner nicht so richtig willig waren. Und ich glaube, das war einfach der zweite Schritt vom ersten. Also ich glaube, wir müssen daran arbeiten, wie schaffen wir hier eine ausgeglichene Balance? Denn die haben wir hier nicht. Und insofern kann ich nicht sagen, wie schaffen wir es, das hinzubekommen, weil wir schaffen es tatsächlich noch nicht. Wir sind noch ganz am Anfang. Aber wir sind zumindest schon mal damit, dass wir konkrete Angebote machen, dass wir kleine Veranstaltungsreihen aufsetzen, wo wir ganz deutlich die Einheimischen in den Fokus rücken und sie adressieren. Das ist auch eine saisonale Sache, so eine Veranstaltungsreihe im Januar zu belegen, wenn eher weniger Gäste da sind. Jetzt machen wir uns das erstmal schön. Und so versuchen wir uns so sukzessive weiter heranzuarbeiten, die Innenstadt des Hauptortes sehr stark auch als Wohnzimmer nicht nur der Gäste, sondern auch der Einheimischen wieder zurückzuholen. Das heißt, solche Räume wieder zu erschließen und dann mit Partizipation gemeinsam daran zu arbeiten. Also nicht nur wir als Impulsgeber zu sein, sondern alle zu ermutigen, das zu machen. Und da sind wir beim letzten Punkt bei der Kommunikation. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir kommunizieren und wir heißen dann auch hier auf örtlicher Ebene Tourismus-Service. Wir sind Sylt Marketing. Das hat alles so den Klang, als würden wir nach außen gehen. Wie schaffen wir es auch in unserem Wording nach innen zu kommunizieren und unseren Insulanern auch verständlich zu zeigen, wir wissen, dass ihr da seid und wir kümmern uns um euch. Und das, also auf der Reise sind wir, aber sind gerade beim Start los und ich glaube, es ist ein Riesenaufwand, alle zu überzeugen von Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern, den Verwaltungseinheiten, ja, bis zu einem Gastgeber. Ja, danke. Da haben Sie ganz viele wesentliche Punkte ja auch schon erwähnt. Und ich finde es spannend, mit welchen neuen Kompetenzen man sich dann tatsächlich auseinandersetzen muss, wenn Sie jetzt sogar Innenstadtgestaltung sozusagen auf Ihrem Schreibtisch haben, neben dem Employer Branding und Co. Also da sieht man ja mal diese Kompetenzerweiterung und diese Aufgabenkomplexität, die ja vorhin schon angesprochen wurde. Schauen wir vielleicht, vielen Dank erstmal, schauen wir vielleicht von Sylt mal in eine ländlichere Destination in den Spessart. Hanna, du hast dazu eine Frage mitgebracht. Genau. Herr Luft, Sie haben gerade schon die Kommunikation angesprochen, die da sehr wichtig ist, vor allem nach innen. Christel Wittmann, unsere Referentin aus dem Spessart, Sie leiten ja, wie eben angekündigt, das Forschungsprojekt Naturhuki, das sich ja mit der Frage beschäftigt, wie die Naherholung im Kinzig-Auental naturverträglich gesteuert werden kann und wie Potenziale für den Tagestourismus genutzt werden können. Und in dem Projekt ist ja unter anderem die Kommunikation mit den Beteiligten und das systematisch aufgebaute transdisziplinäre Bearbeitungsteam ganz besonders. Aus Ihrer Erfahrung aus dem Projekt heraus, wie läuft die Beteiligung aller, ja dann auch sehr unterschiedlichen Beteiligten? Und welche Rolle spielt auch die einheimische Bevölkerung da? Können Sie uns vielleicht Tipps, Vorgehensweisen und Erfahrungswerte mit dem inter- und transdisziplinären Arbeiten mal auf den Weg geben? Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema, über das wir hier sprechen. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, es ist bei uns im Projekt nicht ganz unkompliziert. Wir haben im Februar 2020 gestartet und da ging es halt leider auch mit Corona los. Das heißt, wir sind im Prinzip seit Projektbeginn mit Tourismusbeteiligten, aber generell mit Menschen in Kontakt oder haben mit denen zu tun, die eigentlich durchgehend im Krisenmodus sind, von Covid-19, Fachkräftemangel, Inflation, jetzt kam der Krieg dazu. Und oft liegen daher die Ressourcen und die Fokus der einzelnen Partner
verständlicherweise auch an ganz unterschiedlichen und anderen Stellen. Wir haben bei uns im Projekt Corona-maßen gezwungen, eigentlich fast alles auf online umstellen müssen, sowohl intern als auch extern. Und wenn man Online-Veranstaltungen statt Präsenzveranstaltungen hat, hat man natürlich den Vorteil, dass die Beteiligung vielleicht höher ist, weil man sich Wege spart. Gerade hier ist man jetzt doch öfter mal ein bisschen länger unterwegs. Andererseits sind manche Sachen und manche Formate in Präsenz einfach besser durchführbarer und bringen nur dann gute Ergebnisse. Das haben wir gelernt. Wir konnten in dem Kontext natürlich nicht einfach was anderes machen. Wir hatten aber letztes Jahr 2 Präsenzveranstaltungen, wo es um das Thema Information und Beteiligung auch ging. Und da haben wir einen relativ wichtigen Durchbruch eigentlich geschafft, und zwar eine gemeinsame Sprache. Das ist nämlich beim inter- und transdisziplinären Arbeiten einer der ganz wichtigen Aspekte, dass man eine gemeinsame Sprache spricht, weil wir sprechen alle eine Sprache, aber wir sprechen teilweise nicht die gleiche Sprache. Und wir haben das tatsächlich geschafft, und zwar mittels Skizzen, also mittels Darstellungen und Grafiken, wo man dann gemerkt hat, wir wollen alle das Gleiche, egal ob das die Bevölkerung ist, ob das unser Projekt ist, ob das der Naturschutz ist, ob das die Politik ist. Wir wollen alle in die gleiche Richtung, aber es ist eigentlich nicht so wirklich klar gewesen, dass wir alle das Gleiche wollen. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, ah, okay, alle wollen in die gleiche Richtung, wir werden verstanden und wir verstehen auch andere. Weil es im inter- und transdisziplinären Arbeiten nicht immer einfach ist. Also in dem Projekt intern wie extern, das erfordert extrem viel Arbeit, einfach diese gleiche Sprache mal zu finden, dabei zu bleiben. Aber ich kann jetzt aus den letzten 4 Jahren fast sagen, dass es wahnsinnig wertvoll ist, weil man extrem viel lernt. Wie gesagt, man braucht grundlegend diese gemeinsame Sprache, man braucht ein Verständnis füreinander. Und da spreche ich jetzt nicht nur aus Tourismussicht, sondern es geht darum, ich muss verstehen, was mein Partner aus dem Bereich Verkehr vielleicht denkt, was mein Partner aus dem Bereich Naturschutz vielleicht denkt, was die Bevölkerung denkt, was vielleicht wissenschaftliche Partner denken. Und es braucht auch diese Offenheit, dass man diese Sichtweise nicht nur kennt, sondern sich auch mal drauf einlässt und sagt, okay, warum denkt mein Partner denn so und kann ich vielleicht auch dem einen Schritt entgegenkommen, können wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Und deswegen diese anderen Sichtweisen zu verstehen und zu berücksichtigen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei inter- und transdisziplinärer Arbeit und kann extrem viel bringen. Ja, das heißt, die Kommunikation auf Augenhöhe spielt da immer eine sehr wichtige Rolle, wenn ich das so richtig raushöre. Dann gehen wir doch nochmal nach Österreich. Und zwar haben Sie ja, Herr Haselsberger, am Wilden Kaiser anhand von einer großen BürgerInnenbeteiligung 2017 Ziele für den Tourismus am Wilden Kaiser formuliert. Das haben Sie uns ja im Vorgespräch erzählt. Das heißt, die Bedürfnisse der Bevölkerung haben schon eine zentrale Rolle in der Neuausrichtung Ihrer Destination gespielt. Sehen Sie das genauso, dass Partizipation der Bevölkerung wirklich entscheidend ist für die Destinationsverantwortung? Und welche Erfahrungen haben Sie mit der Bevölkerungsbeteiligung vor Ort gemacht? Und welche Projekte haben Sie schon umgesetzt oder noch in Planung? Also generell für Destinationen und für Entwicklungen hin, wo wir jetzt hinwollen, also zu verantwortungsvollerer Ausrichtung sehe ich das essentiell, dass wir partizipativ diese Dinge angehen. Wir sehen ja da das wenig, also in Corona war es anders, da haben wir einen sehr hohen Druck gehabt, was zu ändern, ja, und schnell Entscheidungen zu treffen und schnell Dinge zu tun. Da war natürlich auch seitens der Bevölkerung gefordert, jetzt reagieren, ja, ob das Kommunen waren oder ob das der Bund war oder wie auch immer. Bei diesen Prozessen, die wir jetzt vorhaben, also in Richtung Nachhaltigkeit, ist das Ergebnis, dass wir heute in Angriff nehmen, morgen noch nicht sichtbar. Das heißt, wir haben einen relativ, wir haben keinen großen Druck, eigentlich was zu tun. Man hört schon ein bisschen in den Medien. Und dennoch müssen wir da jetzt versuchen, bottom-up das Ganze zu steuern und 20 Jahre. Also wir brauchen Initiativen aus der Bevölkerung. Sie müssen sich damit identifizieren können. Also diese Veränderungsprozesse, die da jetzt gerade passieren. Also wir müssen ja mehr tun. Wir müssen Verhaltensweisen ändern, ja, langfristig und. Und das kann nicht funktionieren, wenn wir einfach sagen, das machen wir jetzt einfach so, ja, und morgen macht ihr das alle dann bitte alle nach und dann sind wir alle brav. Das wird nicht funktionieren.
Und für uns war das ganz wichtig, dass wir erstens mal erkennen und den Austausch schaffen, was braucht es und was braucht ihr, die ihr hier lebt, ja, und die ganz unterschiedlichsten Sichtweisen, und das ist das Großartige, wenn man das dann herausschürft, die unterschiedlichen Sichtweisen dann zu nehmen, das zu clustern und dann zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit und was wird unsere neue Verantwortung als Zuständige dafür, wenn wir wollen, dass Tourismus weiterhin funktioniert, sind wir darauf angewiesen, dass ihr euch alle hier wohlfühlt in der Destination. Und genau das war der große Prozess. Also immer zu schauen, hineinzuhören, was können wir denn dafür tun? Wir haben eine Verantwortung. Das war uns bewusst. Und genau dafür braucht es eben dann so große Prozesse. Um ein bisschen mehr in die Praxis zu kommen, also das war ein klassischer Bürgerbeteiligungsprozess mit Zufallsauswahl auch über dann die über die Gemeinden, also über das Melderegister, und haben dann wirklich per Zufall Bürger eingeladen. Wir haben dann aber auch kleinere Gruppen gemacht, wo wir dann auch von verschiedenen Berufsgruppen zum Beispiel, von verschiedenen Altersgruppen dann welche eingeladen haben, und dann einen richtig großen und langfristigen Prozess aufgesetzt. Darauf fußt auch unsere Strategie. Wir haben jetzt immer wieder ein bisschen nachgeschärft und wieder weiter Richtung Nachhaltigkeit betrieben in den letzten Jahren, aber im Prinzip war das das. Und was auch eine spannende Sache war, und da kommen wir jetzt ein bisschen vielleicht zu den Projekten, wie Sie mir jetzt gefragt haben, für uns war wichtig, wir wollen keine Sammlung haben an Projekten, die wir dann abarbeiten müssen, sondern auch Verantwortliche zu finden, die sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, auch selbst etwas zu bewegen. Und ich glaube, das ist, ja, wir müssen natürlich vieles tun, aber wir können großteils auch den Raum für den Austausch, den Raum für Entwicklung und den Raum für Dialog schaffen, den Raum für Innovation schaffen, und können Teile sicher selbst bewegen. Da geht es um Budgets und so weiter. Aber es geht auch darum, dass wir dann Kümmerer finden für das. Ja? Also Kümmerer nicht in abwertenden Sinne, sondern Projektleiter, wenn man so nennen möchte, für zukünftige Aufgaben. Das ist aber ganz spannend, weil ob jetzt das Thema Arbeitskräfte zum Beispiel war, gibt es jemanden, der sich darum kümmert, aus extern. Oder auch dann den Naturschutzpark da mehr in den Fokus zurück. Also große Themen, wo wir externe Kümmerer gefunden haben. Und also so als Beispiele dafür, ich glaube, nur so kann es wirklich nachhaltig gut, also nachhaltig und zeitlich gedacht, gut funktionieren. Das heißt, die Kümmerer sind dann aus der Bevölkerung, aus bestimmten Institutionen, also ganz, ganz wild gestreut in der genau. Destination. Teilweise aus der Bevölkerung, teilweise sind es auch von uns Beauftragte dann, die das extern dann machen als Projekt. Und das kommt dann ganz darauf an, und auch von den Kommunen, genau. Sehr gut, vielen Dank. Das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig Co-Kreation und Partizipation ist, ne? Dass wir in den Destinationen wirklich auch die Verantwortlichen finden, die Lust haben, was anzupacken, die mitzunehmen, in die Netzwerke integrieren und dann eben auch gemeinsam Lösungen schaffen. Das zeigt das auf jeden Fall nochmal ganz schön. Wunderbar. Und dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Punkt, nämlich dem Netzwerkmanagement, Maike. Genau, ich will vielleicht an dieser Stelle noch mal kurz auf die Möglichkeit des Chats hinweisen, denn momentan sind noch keine Fragen hier eingetrudelt. Und da auch wichtig, dass Sie immer die Nachricht an alle schicken, damit es dann auch alle im Publikum und hier auf dem Podium sehen, was Sie für Fragen stellen. Wir kommen jetzt nämlich in unsere letzte Fragerunde. Deswegen, wir haben dann noch Gelegenheit, falls bei Ihnen noch Themen aufploppen, die dann hier auch noch mit in die Diskussion reinzunehmen. Ja, aus all den Antworten, Hanna, du hast es schon gesagt, kann man es eigentlich sehr gut raushören. Gerade das Managen und Beteiligen vieler Akteure und Akteurinnen kann ganz schnell zur Belastungsprobe werden. Ist ja aber offensichtlich auch eine große Chance, Frau Wittmann, auch wenn das ganz, ganz viel Arbeit bedeutet. Das habe ich jetzt bei Ihnen auf jeden Fall mitgenommen. Ja, und auf jeden Fall ist es natürlich extrem wichtig, genau zu wissen, mit wem man wie und in welcher Form zusammenarbeiten will, wie man die erreicht, wie man mit ihnen kommunizieren muss. Auch das wurde schon mehrfach angesprochen. Kurz gesagt, echtes Stakeholder-Management eben. Hier gibt es natürlich schon in ganz vielen anderen Bereichen viele Tools und Ansätze, die sich auch sehr gut auf den Tourismus und auf die Destinationsverantwortung übertragen lassen. Allerdings werden sie nur von ganz wenigen DMOs derzeit wirklich genutzt in dieser Systematik, in der man sie eigentlich bräuchte. Vielleicht noch ein ganz kurzer Werbeblock hier eingeschoben. Wir arbeiten derzeit an einem neuen Produkt, nämlich
eine fundierte, systematische Netzwerkanalyse, die hier, glaube ich, sehr gut unterstützen kann, erstmal die Basis zu legen, sozusagen diese Tische zu identifizieren, an denen man sitzen muss und wo man eigentlich Kooperationsbeziehungen noch stärken müsste. Bei Interesse schauen Sie da gerne auf unsere Webseite oder melden Sie sich natürlich auch bei mir oder bei Hanna Zehren, denn wir sind derzeit noch auf der Suche nach weiteren Pilotpartner und Pilotpartnerinnen für diese Netzwerkanalyse. Bei Interesse also gern einfach melden. Aber nun zurück in den Spessart zu Christel Wittmann. Wir haben ja bereits von Ihrem interdisziplinären bzw. inter- und transdisziplinären Ansatz gehört. Das wurde ja jetzt schon sehr oft angesprochen, was Sie da genau tun. Vielleicht nur kurz die Frage, wie läuft das Netzwerkmanagement hier ganz konkret? Gibt es da schon Stakeholder-Management-Ansätze? Was funktioniert gut und was weniger gut? Und was ließe sich vielleicht auch von diesem projektbezogenen, sehr thematischen Ansatz vielleicht auch auf den Tourismus generell übertragen, auf eine gesamte Destination? Also man kann das jetzt in zwei Antworten teilen. Einmal das Netzwerkmanagement bei uns in der Destination, also bei Spessart Tourismus. Da ist es tatsächlich so, dass es bereits eine komplette Stelle gibt. Wir haben eine Netzwerkmanagerin, die Frau van Heek, die sich genau um dieses Thema kümmert. Also die hat dann die Aufgabe, sie ist Ansprechpartnerin für die Leute aus der Praxis. Sie informiert, sie vernetzt die Leute miteinander, aber auch natürlich mit uns. Informationen bündeln ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade als jeden Tag unterschiedlichste Corona- und Covid- und Kontaktbeschränkungen zur Verfügung standen, war das die Aufgabe zum Beispiel von der Frau van Heek, das gebündelt einfach zur Verfügung zu stellen, dass die Leute aus der Praxis wissen, wo kann ich nachschauen, wo kann ich nachfragen. Es geht auch darum, die Bedürfnisse der Partner vor Ort so ein bisschen zu herauszufinden, einfach so ein Ohr für die Leute zu haben, um dann eben entsprechend auch agieren zu können, vielleicht zu koordinieren, zu vernetzen oder neue Ideen auch mit in den Raum zu werfen. Im Projekt bei mir ist es jetzt so, dass wir auch die Unterscheidung zwischen intern und extern haben. Intern ist ganz klar, wir sind 6 Partner aus Wissenschaft und Praxis, 15 bis 20 Leute, je nachdem. Da ist Kommunikation und Information extrem wichtig. Wir haben zum Beispiel einen monatlichen Jourfix, um einfach mal auf dem aktuellen Stand zu sein. Was machen die Partner denn eigentlich? Wir sind auch räumlich verteilt. Wir sitzen nicht alle in der gleichen Stadt, noch nicht mal alle im gleichen Bundesland. Da ist es extrem wichtig zu wissen, was machen denn die Partner? Und extern ist es so, dass wir natürlich nach außen regelmäßige Updates haben. Wir haben eine Projektwebsite und haben jetzt auch als ein Tool, das jetzt gerade auch so etabliert wird, den sogenannten Nachhaltigkeitsrat. Der ist vorgeschrieben oder Teil der Zertifizierung zum nachhaltigen Reiseziel, was der Spessart jetzt erworben hat, diese Zertifizierung, oder sich erarbeitet hat, diese Zertifizierung. Und dieser Nachhaltigkeitsrat wird oder ist mit dem Projekt verknüpft. Die Praxispartner aus dem Projekt sind in diesem Rat vertreten. Und so soll zum Beispiel sichergestellt werden, dass der Gedanke und die Ziele von dem Projekt auch über das Ende des Projekts weiter gedacht werden und etabliert und verfestigt werden. Und ich glaube, dass gerade dieses inter- und transdisziplinäre, diese unterschiedlichen Disziplinen, diese unterschiedlichen Tische, so haben Sie das genannt, dass man die im Auge hat, dass man da auch sagt, hey, können wir was zusammen machen? Kriegen wir eine Kooperation hin? Das ist etwas, was sich auf jeden Fall auch auf den Tourismus, auf die Destination gut übertragen lässt. Und ich glaube, in ganz vielen Destinationen, in Ansätzen wie Arbeitskreisen oder Arbeitsgruppen auf jeden Fall auch schon gedacht wird. Aber das natürlich umzusetzen in einer größeren Ebene, das haben Sie auch schon mehrfach angesprochen, ist nicht ganz unaufwendig. Ja, vielen Dank für Ihre Erfahrung und Ihre Einschätzung. Gerne. Ich gehe nochmal nach Oberbayern. Oswald Pehl, in unseren Vorgesprächen haben Sie auch immer mal wieder damit geliebäugelt, das Netzwerkmanagement als eine Kernaufgabe im TOM zu verankern. Und damit natürlich ihren vielen Regionen auch einen ganz wichtigen Service zu bieten. Weil wir ja gehört haben, alleine wird das schwierig, sich auch dieses Themenfeld zu erschließen, diese Tools zu systematisieren und das wirklich auf eine ganz fundierte Basis zu stellen. Haben Sie da schon Ideen? Wie stellen Sie sich das genau vor? Oder ist das jetzt erstmal nur so eine vage Idee? Ja, vielen Dank, Frau Berndt. Ich denke, das Thema Netzwerkmanagement haben wir ja ohnehin schon sehr stark in unserer Organisation integriert. Wir haben sehr heterogene Destinationen, Landeshauptstadt, Alpenrand, auch
Geschäftsreisedestinationen, andererseits auch sehr viele tourismusnahe Verbände unter unserem Dach, also wirklich von IHK, Hotel- und Gaststättenverband, ADAC und so weiter. Also wir sind schon sehr stark im Netzwerk organisiert. Und jetzt ist eben sehr wichtig, gerade jetzt sind eben so Schlüsselwörter wie Partizipation, was wir schon gehört haben, Transparenz, einfach extrem wichtig geworden. Und wir leben das auch. Also was aus meiner Sicht nur ganz wichtig ist, ist eben das strategische Netzwerkmanagement, weil es reicht halt nicht aus, dass wir quasi uns zusammensetzen, sondern wir brauchen eine klare strategische Ausrichtung der Netzwerke. Das muss in unsere Gesamtvision wirklich einfügen. Auch wie wir Netzwerke organisieren, zusammensetzen, wer sitzt am Tisch. Das ist eben extrem wichtig, dass wir da auch eine gewisse Lenkung hinbekommen. Also wenn ich Beispiele nenne, zum Beispiel arbeiten wir in Themenwerkstätten, zum Beispiel zum Thema Radtourismus, wo wollen wir da künftig stehen als Raddestination Oberbayern. Und dann haben wir wirklich auch von ADFC über Destinationen, Verkehrsträger und so weiter am Tisch sitzen, erarbeiten eine gemeinsame Themenvision. Auch dann, was bedeutet es dann für die Produktebene? Und daraus leiten wir dann auch unsere Kommunikationsthemen ab. Das Ganze ist gesteuert und ich glaube, so Dinge sind eben extrem wichtig, dass ich eine Vision habe, ein fachliches Ziel. Was ist eigentlich der Nutzen, die Relevanz für alle Teilnehmer im Netzwerk? Dass wir aber auch alle mitnehmen, also dieses Thema Beziehungsebene, extrem wichtig, Vertrauen, Identität, dass ich sage, ich bin Teil einer Gruppe, eines Netzwerks, dass ich da wirklich einen Benefit draus ziehe und natürlich auch irgendwo die Sachebene, also ich kann niemanden überlasten jetzt in Sachen Termindruck, wir brauchen klare Zuständigkeiten, wir machen ja ganz viele Netzwerkabstimmungen digital, zum Beispiel dann mit digitalem Whiteboard, erarbeiten gemeinsam Dinge. Ich glaube, das ist ganz enorm wichtig, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Wichtig ist für mich auch das Thema Abgrenzung. Wir sind jetzt in einem breiteren Netzwerk. Wir haben plötzlich öffentliche Verkehrsträger, wir haben Wirtschaftsförderer, wir haben Verbände plötzlich am Tisch, Bevölkerung, haben wir ja gerade gehört. Und da ist es eben ganz wichtig, wo ist immer die Stabübergabe zur Partnerorganisation? Wir können uns nicht alles zu eigen machen als Tourismusorganisation, weil sonst droht einfach wirklich die Überlastung. Das ist einfach die Kunst auch dieser Destinationsverantwortung aus meiner Sicht, dass wir da klare Schnittstellen schaffen. Ich glaube, wir sind starke Netzwerker, wir können das sehr gut spielen als Tourismusorganisationen, aber wir müssen auch ganz klare Rahmen setzen, eine Vision erarbeiten und Netzwerke bewusst organisieren. Ja, diese gemeinsame Vision, ne, die ja vielleicht auch ein bisschen aus der Marke heraus sich ergeben kann, aber die braucht natürlich nochmal eine andere Bedeutung und ein anderes Commitment auch bei allen Beteiligten. Und was ich jetzt auch bei Christel Wittmann und bei Ihnen rausgehört habe, so diese Netzwerke aus den Themen heraus, die funktionieren schon ganz gut, ne? Aber dieses wirklich breite, ganz weite Denken und diese vielen Schnittstellen, die man da im Blick behalten muss, da wird es dann wirklich irgendwann schwierig. Wir haben tatsächlich jetzt zwei Fragen dazu bekommen. Ich würde sagen, die erste machen wir vielleicht nochmal kurz, je nachdem, wer darauf antworten möchte. Und die zweite nehmen wir vielleicht einfach mit in die Abschlussrunde, Hanna. Dass du dir die da vielleicht schon mal mit für den Hinterkopf behältst. Aber wie kann man am besten die Aufmerksamkeit der Einwohner und Einwohnerinnen erlangen? Welche Kommunikationsstrategie ist geeignet? Ich weiß nicht, ob da Christian Haselsberger oder Moritz Luft möchte am liebsten dazu was sagen. Nur ganz kurz eine Perspektive. Also wir sind bei weitem nicht mehr die Insel der Friesen hier. Wir haben 19% Anteil an den Erstwohnsitzen, die über einen ausländischen Pass verfügen. Also selbst bei uns im ländlichen Raum hier auf der Insel Sylt. Wir sind eine wunderbar diverse Gesellschaft, werden es auch noch weiter sein, mehr sein, wenn wir unsere freien Arbeitsplätze auch besetzen wollen. Das heißt, diese sprachlichen, kulturellen, zum Teil religiösen Herausforderungen, die wir innerhalb der Gesellschaft haben, müssen wir natürlich dann entsprechend auch bedienen. Und insofern ist es Aufmerksamkeit der Einwohner damit zu erlangen, dass man sie auch entsprechend anspricht. Und da reicht es nicht, wenn wir hier auf lokaler Ebene einen Bürgerservice haben, nur in deutscher Sprache, sondern wir müssen uns dann auch den entsprechenden
Adressaten auch einstellen. Und ich glaube, dass das sehr stark, wie Frau Wittmann das auch in ihren digitalen Formaten hat, auch immer wieder in digitaler Kommunikation hinbekommen kann. Trotz alledem versuchen wir da sowohl im Print als auch im Digitalen die Kommunikation aufzubauen. Die funktioniert aber auch nur, und auch Netzwerk im Übrigen funktioniert auch nur, wenn die wirklich maßgeblich entscheidend daran arbeiten müssen, und das ist Selbstverwaltung und Verwaltung, beide auch es verstehen und sich auch daran anschließen. Ansonsten bleiben wir als DMO zahnlos, wenn wir in irgendwelchen Netzwerken mit dem Thema Nachhaltigkeit was Nettes uns überlegen, aber letztendlich wesentliche Entscheidungsträger gar nicht mit einbinden. Also wenn wir die einbinden, haben wir eine gute Win-Win-Situation, und das ist aber entscheidend. Danke. Ich würde nur kurz was ergänzen dazu gleich noch. Also ich sehe es auch so, zwei Dinge dazu vielleicht. Einmal, Kommunikation geht zum Teil in eine Richtung. Da machen wir zum Beispiel, wir verschicken so Postkarten an die Einheimischen. Also das ist die starke Kommunikation nach innen natürlich, um Einheimische zu gewinnen. So mit nette Motive drauf und so ansprechen. Und zum anderen als Beispiel auch, wir bekleben also Bushaltestellen. Also die ganzen Bushaltestellen, die an der Straße sind, mit ganz großen Motiven. Einfach um da auch diese Lebensraumthemen zu spielen, weil das sind Dinge, die sehen Einheimische immer und die sind einfach da. So als zwei kleine Beispiele. Und zum anderen, Kommunikation ist ja nicht immer nur vom Sender zum Empfänger und dann macht er mit irgendetwas, sondern auch dieser Austausch und Dialog. Und das finde ich mindestens genauso wichtig, diesen Raum für Dialog zu schaffen, wie nur diese Sendeempfänger das Spiel zu spielen. Ja. Also zum einen natürlich dahin zu gehen, wo die Bevölkerung, die Einheimischen dann auch sind und die auch mit ihrer Aufmerksamkeitsspanne sozusagen auch dabei sind, und dann eben genau dieses Thema ernst gemeinte, echt gemeinte Partizipation. Ne? Frau Wittmann, was Sie angesprochen haben, nicht nur Beteiligungsformate schaffen, sondern dann auch das, was da kommt, ganz ernst zu nehmen und für sich anzunehmen. Das ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Gibt es auch gleich ein Danke aus dem Publikum. Vielen lieben Dank, Hanna. Ich würde sagen, wir haben noch 3 Minuten. Wir machen jetzt noch eine ganz kurze Abschlussfrage an alle. Genau, wir nennen das jetzt mal quasi eine schnelle Schnellfeuerrunde, wo Sie dann einfach nochmal in wenigen Sätzen versuchen, auf 2 kleine Fragen zu antworten. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über das Thema Destinationsverantwortung und über Ihre ganz unterschiedlichen Ansätze gesprochen. In ein paar kurzen Sätzen, was ist jetzt ganz besonders wichtig? Wie kommen wir weiter mit dem Thema? Und das ist noch eine Frage aus dem Publikum, wie finanzieren wir das? Weil das ist ja an ganz vielen Stellen auch nicht immer einfach. Vielleicht fangen wir einfach, ich fange jetzt einfach mal oben bei mir in der Ecke an, da wird mir zuerst die Frau Wittmann angezeigt. Vielleicht starten Sie einfach gleich. Sehr gerne. Also ich würde sagen, was die Finanzierung angeht, ich gehe vielleicht da mal kurz drauf ein. Gute Frage. Also Antworten immer gerne. Und als Idee, ich arbeite in einem Förderprojekt, also ich werde durch ein Förderprojekt finanziert. Entsprechend natürlich immer gucken, was es an Fördermitteln gibt, auch wenn das nicht immer ganz unkompliziert und unbürokratisch ist. Und der andere Teil der Frage, wie geht's weiter? Ich würde sagen, auf jeden Fall ganz viel Austausch und Kooperation. Also das ist das Wichtigste eigentlich, dass man miteinander redet und Sachen zusammen angeht und über den Tellerrand rausblickt. Vielen Dank. Als nächstes wird bei mir angezeigt Herr Luft. Ja, also ich glaube, dass wir Visionäre sind und es sein müssen. Insofern geht aus der Organisation DMO vieles, was den Lebensraum und die Destinationsverantwortung betrifft, auch heraus. Und insofern ist es, glaube ich, auch von uns, einmal über diverse Fördermöglichkeiten, die es tatsächlich gibt aus dem Bereich der Arbeitgebermarke, Resilienzbereich, aber zu sehen, wie kriege ich einen relevanten Anteil unseres Budgets auch dauerhaft gesichert. Und ich glaube, wir haben im ländlichen Raum, in Städten sind es eher, ist es so ein bisschen im Bereich Stadtmarketing ganz gut verortet, in dieser ganzen Klaviatur, die es da in diesem Themenfeld gibt. Im ländlichen Raum bespielen wir das noch nicht und auch nicht im Bereich der Landesmarketingorganisation beispielsweise, also auch etwas größerer Ebene. Und ich glaube, das ist etwas, dass wir da in diesen Organisationen das Verständnis nochmal weiter aufbrechen müssen, dass es da ähnliche Strukturen geben muss, also nicht nur auf örtlicher Ebene. Oha, es ist 11 Uhr, wir haben alle den Warnton. Er funktioniert. Genau, der war gerade laut. Okay, wir machen trotzdem einfach noch kurz weiter. Genau, danke erst einmal. Ja. Danke, Herr Haselsberger.
Ja, ich glaube, wenn man überall in all diesen Themen verbindet, ob es die Finanzierung übrigens auch ist oder andere Themen ist, wir müssen es gemeinsam versuchen zu erarbeiten und gemeinsam versuchen, die Wege zu finden. Ob das ein Förderprojekt ist oder ob es eben, und wir brauchen mutige Schritte, ganz viele mutige Schritte noch in Zukunft, sind unsere Budgets ganz klar auch dahingehend zu erarbeiten. Wir brauchen Budgets, die wir ihr zur Verfügung haben, die müssen wir absplitten und müssen bestimmte Dinge streichen und shiften. Und das sind Dinge, die müssen wir intern, die müssen wir durch Überzeugungsarbeit intern aufgleisen, dass wir da auch Geld dafür nutzen können, so viel zur Finanzierung. Und ansonsten bin ich auch ganz dabei bei Frau Wittmann, wir müssen gemeinsam im Dialog und in partizipativen Prozessen daran arbeiten, unsere Zukunft zu gestalten. Vielen Dank. Das letzte Wort hat dann Herr Pehel. Ich versuche mich ganz kurz zu halten. Wurde ja schon vieles gesagt. Ich glaube, wir als Tourismusorganisationen haben schon gelernt, in großen Netzwerken zu agieren. Und wenn wir das gut machen, dann kommen wir auch zu mehr Effizienz. Wir brauchen auch strategische Netzwerkarbeit. Und ich glaube, dass das am Ende dann auch zum besseren Mitteleinsatz führt, weil wir uns da nicht verzetteln, sondern uns klar ausrichten. Natürlich muss das auch gefördert, unterstützt werden, aber das wäre nur mein Credo am Schluss. Wir sind, glaube ich, da sehr stark in der Netzwerkarbeit und lassen Sie uns das ausspielen und umsetzen. Besten Dank. Hanna, ich würde jetzt vielleicht noch mal ganz kurz diesen einen Kommentar, der ging nicht an alle, sondern nur an uns hier in der Runde, vielleicht dann doch noch mal, weil ich finde, der bringt es ganz schön auf den Punkt. Jetzt habe ich tatsächlich Überall Äste. hört man den Alarm im Hintergrund. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Aufgabenverteilung im Netzwerk, ergänze ich jetzt mal in Klammern, sowie die gemeinsame Vision, von der wir ja auch schon viel gehört haben. Und hier noch mal wirklich der Aspekt auch, dass die Politik das mitleben und mittragen muss. Und da haben Sie ja auch an vielen Punkten schon gezeigt, wie das auch funktionieren kann und dass man da manchmal teilweise auch einfach ein bisschen Mut braucht, ein bisschen souveränes Selbstverständnis auch, das jetzt so zu tun und dass das jetzt auf der Agenda ist und natürlich die politischen Akteure mindestens genauso mitzunehmen auf diesem Weg, wie alle anderen Stakeholder im Netzwerk auch, ist hier, glaube ich, der Weg, auch wenn das ein sicherlich nicht ganz leichter Weg ist, aber der, den wir in den nächsten Jahren alle gemeinsam versuchen müssen zu gehen. Von daher ganz herzlichen Dank für Ihre tollen Beiträge, für Ihren Mut, das jetzt auch schon alles so ausprobiert zu haben und Ihre Bereitschaft, das hier mit uns zu teilen. Ganz herzlichen Dank auch ans Publikum. Wir sehen uns hoffentlich im Oktober wieder. Bis dahin. Vielen Dank an alle und einen wunderschönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.